herzlich willkommen, ihr Lieben, zum literarischen Adventskalender 2019. Dieses Jahr gestaltet als ein Projekt der Jugendkoordination Kronberg, jener neuen innovativen Idee von Jugendarbeit, in der es darum geht, Überraschendes in Jugendlichen zutage zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, das auch selbstständig umzusetzen. Wir sind praktisch nur die Begleiter. Erst sind wir die Sucher, dann sind wir die Begleiter, Förderer, wie auch immer. Ja, und heute aber, wie ihr seht, ja, an diesem wunderbaren Ambiente befinde ich mich nicht in der Jugendkoordination Kronberg in der Adlerstraße 2, sondern zu Hause hier bei mir. Und ich lese ja normalerweise aus diesen beiden Büchern, diesen beiden wunderbaren Büchern, die ihr in euren Local Bookstores kaufen könnt. Ah ja, da sieht man es auf beiden Kanälen. Wen es wundert, ja, warum ich immer so hin und her wackle. Ich streame auf zwei Geräten live, auf Facebook und auf Insta. Diese beiden wunderbaren Bücher, die könnt ihr in euren Local Bookstores kaufen. Da stehen ganz tolle Weihnachtsgeschichten drin. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr einfach auch mal hier unten in die Kommentare Bilder oder Clips posten, wie ihr gerade im Buchladen dieses Buch euch kauft und es voller Freude in Empfang nehmt. Und wenn ihr in der Gegend seid, wenn ihr in Frankfurt wohnt, dann kommt auch einfach vorbei und dann signiere ich euch das Buch auch gerne. Hier, es weihnachtet sehr, ein Best-of der letzten 7 Jahre Weihnachtswundernacht und hier Weihnachtswunderzeit, das neue Weihnachtsbuch von Frank Bunkowski, Thomas Klappstein und mir. Hier seht ihr sie. Ja, und gestern habe ich ja eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen an einem ungewöhnlichen Ort. Weihnachten im Bordell. Ja, das war schon so eine Sache. Und irgendwie habe ich so mit der Zeit gemerkt, wenn man auf etwas wartet, und Advent heißt ja Ankunft, da kommt also etwas Gutes in unserem Leben an, wir warten auf etwas, das in unserem Leben ankommt, dann ist es nicht immer genau das, was man sich vorgestellt hat. Manchmal ist es auch überraschend. Ungewöhnlich vielleicht. So wie eben gestern im Bordell. Und ihr erinnert euch, der Pastor hatte im Bordell alle Frauen bezahlt und ihnen eine Stunde Freizeit geschenkt. Und dann kam er mit ihnen ins Gespräch. Und dann sind die alle, oder einige von ihnen sind mitgegangen in seinen Gottesdienst. Und daraufhin sind natürlich Dinge in Bewegung gekommen und es sind Dinge passiert. Und wie es weitergegangen ist, davon lese ich heute aus diesem Buch, Du sollst nicht morden, die härtesten Kriminalfälle der Bibel. Auch das darf in der Adventszeit mal sein. Ein wunderbares Buch, wie ich finde, das völlig zu Unrecht viel zu wenig verkauft worden ist. Wahrscheinlich hat man nicht erwartet, dass so tolle Sachen da drin stehen, wie die, die ihr heute hören werdet. Ein perfider Plan. Als Soha Edmund Bohr an diesem Morgen vor die Tür trat und ein Sonnenstrahl seine Nase kitzelte, musste er unwillkürlich nach oben schauen. Eine Gnade, denn so konnte der Ex-Pastor leichter den ganzen Unrat übersehen, der von der Straße in den heruntergekommenen Hinterhof hineingeweht worden war. Mit dem Riechen der säuerlichen Düfte aus den halbdunklen Ecken hatte er dagegen auch heute wieder so seine Probleme. Einmal mehr dachte er an den heiligen Franziskus, der zumindest behauptet hatte, seine Nase hätte als Auswirkung einer Gottesbegegnung den Geruch der Geschwüre der Leprakranken als Rosenduft an sein Gehirn gemeldet.
Er schüttelte schmunzelnd den Kopf und lenkte seine Schritte beschwingt in Richtung des Rosa Struffelpeter, seiner Stammkneipe und inzwischen auch immer öfter inoffiziellen Fahrbüros. Der Patron Saint of Lost Causes, wie ihn die Leute aus dem Viertel nach seinem Lieblingslied Fin von Anne Berlin nannten, hatte nämlich trotz der Ächtung durch das christliche Establishment seiner Stadt nichts von seiner pastoralen Ausstrahlung verloren. Darum kamen sie auch alle zu ihm. Die ganzen gescheiterten und hinter dem letzten Bahnhofsgleis gestrandeten Existenzen, weil sie spürten, dass der Patron Saint sich wirklich für sie interessierte, ihnen zuhörte und immer versuchte, systemimmanente Antworten zu geben. Für etwas musste das Studium ja gut gewesen sein, hustete er den neuen Tag bei diesem Gedanken an und dachte bestimmt zum 777. Mal daran, dass er das Rauchen endlich aufgeben sollte. Ach, doch diesen Gedanken würde er nach dem Existenzialistenfrühstück weiterverfolgen, auf das er sich jetzt erstmal freute. Soha bog um die Ecke. Und da sah er sie. Die wunderbaren langen Beine von Gabi Koslowski ragten zwei Eingänge vor dem Rosa Struffelpeter aus einem Hausflur heraus. Soha dachte zunächst daran, dass sie es in der Nacht wohl etwas übertrieben hatte mit ihrem Lieblingsgetränk Spotlight, bei dem sie in den frühen Morgenstunden auch schon mal alles bis auf Gin und Sekt wegließ und dass sie jetzt ihren Rausch ausschlief. Aber als er näher kam und sich über sie beugte, hörte er sie leise brabbeln vor sich hin fantasieren von feurigen Reitern und einer sie anführenden Lichtgestalt. Schaum bildete sich dabei vor ihren vollen roten Lippen und sie starrte ihn mit fiebrigen Augen an, wie aus weiter Ferne. Zwischen ihren weichen Brüsten, die ihn schon immer an Salzburger Nockerln erinnert hatten, steckte noch das Geld des letzten Freiers. Er nahm es in einer unbewussten Bewegung an sich, um es für sie zu verwahren, und versuchte, sie anzusprechen. Als sie nicht reagierte, schaute er sich schnell nach Hilfe um und sah gerade noch, wie Günter Grasecker wieder mal in seinem obligatorischen engen rosa Höschen die Tür zum Rosa Struffelpeter öffnen wollte. »Günter, schnell, ruf mal einen Sanka, die Gabi hat schon Schaum vorm Mund.« »Na, wohl wieder zu viel Spermanti gehabt«, konnte Günther sich nicht verkneifen zu sagen, rief dann aber doch die 112. Leicht tänzelnd kam er dann rüber zu Soha, den er von Anfang an in sein Herz geschlossen hatte und in seinen Träumen allzu gerne auch in sein Schlafzimmer. »Guck mal, die ist plötzlich ganz ruhig«, meinte Soha erschrocken. »Ja, lass mal sehen.« Günther drückte Soha sanft zur Seite, legte fachmännisch die Finger in Gabis Halsschlagader und wurde ebenfalls bleich. »Der fünfte Kelch ist noch gefüllt«, knurrte Soha bitter. Und bevor das herannahende Martinshorn sie verpflichten konnte, verschwanden die beiden so schnell sie konnten im Rosa Struffelpeter und überließen die wunderbare Hülle von Gabi Koslowski den Sannis. Ihre Seele war nun sowieso endgültig verreist. Während Soha Edmund Bohr sich drinnen schwer auf seinen Stuhl am Stammtisch fallen ließ, zogen die Ereignisse der letzten Zeit wie im Zeitraffer noch einmal an ihm vorbei. Ins Viertel gekommen war er schon vor ein paar Jahren. Es hatte einfach keinen anderen Ort gegeben, an dem er willkommen gewesen wäre. Der Erfolg ließ es später wie Berufung aussehen. Doch die Ereignisse, die dazu geführt hatten, dass er hier gelandet war, waren eher unfreiwillig und schmerzhaft gewesen. Vor ein paar Jahren hatte er alle Prostituierten in einem Bordell gleichzeitig gemietet und ihnen die Weihnachtsgeschichte erzählt. Daraufhin kamen diese dann tatsächlich vermehrt in die Gemeinde, allen voran Fatima Heike und die blonde Gabi Koslowski, die sich besonders kritisch gezeigt hatten. Im Gefolge der Prostituierten kamen später auch die Zuhälter
und dann die anderen Kleinkriminellen des Bahnhofsviertels. Als das den Frieden der Gottesdienste zunehmend störte, hatten Neider und Gegner es zum willkommenen Anlass genommen, ihn aus der Gemeinde rauszumobben. Das hatten sie schon längst vorgehabt, weil sie es nicht richtig fanden, dass die Menschen intensiver beteten, spendeten und zuhörten, wenn Pastor Bohr den Gottesdienst leitete. Schließlich war er nur der Co-Pastor. Wie konnten ihn die Menschen da mehr lieben als den alten und rechtmäßigen Hauptpastor? Bohr bekam nach diesem Eklat keinen Job mehr in der Branche, vor allem nachdem er sich zusätzlich auch noch auf die Seite der homosexuellen Bewegung gestellt hatte. Man hatte ihn schlussendlich sogar aus der mächtigen Gemeinschaft der evangelischen Kirchen und Freikirchen ausgeschlossen und seine Familie hatte sich von ihm distanziert. Jetzt lebt er in eben demselben Bahnhofsviertel, in dem alles begonnen hatte, in einem kleinen, schäbigen Hinterzimmer und trotzte dem Schicksal, indem er stoisch weiter das tat, was er am besten konnte: Menschen dazu inspirieren, ihren Herzen zu folgen. Zora Edmund Bohr traf sich hier mit all den Prostituierten, den Zuhältern, den vielen Kleinkriminellen, die in seiner alten Gemeinde nicht willkommen gewesen waren. Es war eine illustre Gesellschaft, die sich da am Stammtisch im Rosa Struffelpeter versammelte, um Bibel zu lesen und zu beten. Einbrecher und Trickbetrüger, genauso wie klapprige alte Rentnerinnen und stark gepuderte Nasenscheidewände in Auflösung. Ihre gemeinsame Sehnsucht nach Gott war groß. Und die meisten von ihnen hatten nie die Chance gehabt, diesem auf üblichem Wege näher zu kommen. Aus den Kirchen waren sie regelmäßig ausgeschlossen worden, weil sie zu ungebildet, zu asozial, zu schrill, zu anders waren. Doch hier, im Rosa Struffelpeter, las ihnen Zoha Bibelstellen vor, die sie ihr Lebtag noch nicht gehört hatten, dass die Liebe viele Sünden zudeckt und dass Jesus sich oft wie ein antiker Robin Hood verhalten hatte. Da hatten sie beschlossen, den Bedürftigen des Viertels mit nicht ganz legalen Mitteln zu helfen. Das hatte anfänglich zu der einen oder anderen Schwierigkeit und auch Irritation geführt, aber inzwischen hatten sie auch einige Freunde in unterschiedlichen Ebenen des Justizapparats gefunden, die, so gut es ging, ihre schützenden Hände über die Gruppe hielten. Vor ein paar Wochen hatte es dann angefangen, diese geheimnisvolle Sache. Zuerst hatten nur einige von ihnen unerklärliche Kopfschmerzen und Schwindelgefühle bei ihren Stammtischtreffen bekommen. Dann fingen Gabi Koslowski, die alte Amalie Huber und der stille Jonathan Wuttke an, von Visionen zu erzählen. Und auch wenn Zoha sich im ersten Moment wie immer freute, wenn Menschen sich trauten, etwas aus ihrem Innersten mitzuteilen, musste er nach kurzer Zeit Günther recht geben, dem das gleich komisch vorgekommen war. Vor allem als dann noch Vivian und Edgar dieselben Dinge sahen, wurde der Rest des Stammtisches doch besorgt. Gemeinsam hatten sie versucht herauszufinden, was dahinter stecken könnte. Eher durch Zufall hatten sie schließlich herausgefunden, dass eine Geheimorganisation, die Heiligen des Fünften Kelchs, versuchte, die Kirchenszene der Stadt in den Griff zu bekommen. Sie wollten zunächst Zwietracht unter den Gläubigen stiften, um dann ihren Anführer, von dem niemand je herausbekommen hatte, wer es war, als Versöhner zu platzieren. Zoha hatte sich früher schon mit dieser undurchsichtigen Organisation beschäftigt, dass sie in ihrem Machtstreben so weit gehen würden, erschreckte ihn aber doch. Das hätte er nie für möglich gehalten. Dabei war der Plan, den die Gruppe verfolgte und der sich immer mehr vor ihnen ausbreitete, so simpel wie realistisch. Der fünfte Kelch plante bei der nächsten großen Versammlung aller Kirchen der Stadt, am sogenannten Tag der evangelischen Kirchen und Gemeinden in der Stadt,
ein neuartiges halluzinogenes Gift in den Abendmahlswein zu mischen. Richtig dosiert würde dieses Visionen hervorrufen, die sich durch posthypnotische Blocks in Musik versteckt steuern ließen. Darum hatten die Agenten des fünften Kelchs aus unterschiedlichen Gemeinden kommend auch schon unbemerkt den musikalischen Teil für den gemeinsamen Kirchentag übernommen. Da von allen Gemeinden jeweils nur ein paar Gläubige dort zu erwarten waren, würde ihnen nicht auffallen, dass alle dieselben Visionen hatten. Die Gläubigen würden ihre Erfahrungen mit in ihre Heimatgemeinden nehmen, dort weitergeben, aber ohne das Gift aus dem Abendmahlswein keine weiteren Visionen mehr haben. Und wenn die anderen Gemeindemitglieder das dann erwartungsgemäß als Hirngespinste abtun würden, dann bliebe den Ex-Visionären nichts anderes übrig, als aggressiv gegen die vermeintlichen Visionäre vorzugehen. Der Streit war jedenfalls vorprogrammiert. Gabi Koslowski, Amalie Huber, Jonathan Wuttke, Vivian, Edgar und andere Arme des Viertels waren die ahnungslosen Versuchsobjekte für die Wirkung und Dosierung des Gifts gewesen. Wie gut, dass sie schnell bemerkt hatten, dass das keine religiösen Visionen waren und dass sie dem perfiden Plan des fünften Kelchs auf die Schliche gekommen waren. Nachdem ihnen selbst klar geworden war und ihre Freunde im Justizapparat das auch bestätigt hatten, dass niemand ihre Anschuldigungen ernst nehmen würde, weil der Verschwörungsplan gar zu fantastisch klang und sie auch keine handfesten Beweise hatten, nahmen sie die Sache in bewährter Manier selber in die Hand. Nachdem sie nämlich schon vor 2 Jahren schon einmal einen Drogenring aufgespürt und den Behörden gemeldet hatten, konnte das hier ja nur nicht viel schwieriger sein. Es dauerte ein paar Tage, aber schließlich hatten sie es gefunden, das Drogenlabor des fünften Kelchs. Gemeinsam hatten sie sich dann dafür entschieden, es mit Molotow-Cocktails zu zerstören. Den gewaltigen Feuerschein hatten manche Leute noch Tage danach wie ein Fanal als Abdruck auf ihrer Netzhaut. Die Lost Causes waren ganz trunken gewesen von ihrem Erfolg und konnten es fast wieder nicht glauben, dass Gott sie seine Kirche vor Bösem, dass Gott durch sie seine Kirche vor Bösem gerettet hatte. Und jetzt der feige Mord an Gabi Koslowski. Natürlich war allen klar, dass das nur die Rache des fünften Kelchs sein konnte. Als der Zeitraffer-Film an seinem geistigen Auge vorübergezogen war und Soha wieder in die Gegenwart zurückgefunden hatte, sah er in den Gesichtern von Günther, Jonathan und einigen anderen, dass sie genauso wie er davon überzeugt waren, dass das nur die Tat des unbekannten Anführers des fünften Kelchs gewesen sein könnte. Niemand wusste, wer er war. Er war wie ein Schatten. Aber wenn man wusste, woher das Licht schien, musste man den Standort des Schattenwerfers doch eigentlich ziemlich genau einkreisen können, dachten sie. Nachdem Gabis Leichnam mittlerweile abtransportiert worden war und die Aufregung der Straße sich einigermaßen gelegt hatte, kamen sie alle im Rosa Struffelpeter zusammen. Sie wollten beten und sich damit in Richtung des Lichts ausstrecken, um so dem Schattenwerfer, also der Identität des Anführers des fünften Kelchs, näher zu kommen. Irgendwo in dem beachtlichen Stapel an Papieren, den sie in den 12 Kisten aus dem Labor vor den Flammen gerettet hatten, musste doch ein Hinweis zu finden sein. Sie hatten die Papiere der Staatsanwaltschaft natürlich nicht übergeben, ohne sich Kopien zu machen. Man wusste ja nie. Jetzt saßen sie um den Stammtisch herum und wühlten und raschelten. Sie notierten alle Querverweise und Andeutungen bezüglich des Anführers der Organisation auf der Rückseite eines alten Konzertsplakats von Super 2. Langsam schälte sich seine Identität in versteckten Andeutungen heraus und in der blauen Stunde, den Wee Small Hours of the Morning, wie Frank Sinatra singen würde, wurde es zur ernüchternden Gewissheit.
Günther und Fatima Heike waren die Ersten, die es dann auch laut aussprachen. Es konnte einfach nicht anders sein. Es musste Heinrich Weinrich sein, der erste Vorsitzende der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen und Freikirchen. Das hätten sie niemals gedacht. Zumal Weinrich so viel für die Einheit der unterschiedlichen Kirchen der Stadt getan hatte. Aber weil es eben nur Andeutungen waren, würde es ihnen sowieso niemand je glauben. Und nach seiner Warnung von heute mit dem Tod von Gabi Koslowski war es durchaus realistisch zu befürchten, dass er eine neue Organisation aufbauen wollte, um seinen perfiden Plan doch auszuführen. Was sollten sie also tun? Was konnten sie tun? Die Enttarnung eines angesehenen Mitglieds der christlichen Gesellschaft war ein ganz anderes Kaliber als die Sprengung eines Drogenlabors. Also fingen sie wieder an zu beten. Und langsam reifte in ihnen mit dem Aufkommen der ersten Sonnenstrahlen die Erkenntnis, dass es eigentlich nur eine einzige Lösung gab. Aber konnte das in Gottes Sinne sein? Das fünfte Gebot wurde genauso in die Debatte geworfen wie Moses Mord an dem ägyptischen Aufseher und andere Morde der Bibel. Jaels Attentat auf Sisera oder auch Ehud, der Eglon vortäuschte, er habe ein Wort von Gott für ihn und ihn dann mit seinem zweischneidigen Dolch erstach, sodass nach der Scheide auch der Griff hineinfuhr und das Fett die Schneide umschloss, denn er zog den Dolch nicht aus seinem Bauch. Die Gemüter erhitzten sich. Vor allem auch, weil klar wurde, dass all diese Taten unterschiedliche Konsequenzen für die Täter gehabt hatten. Aber mitten in der Diskussion sprang der stille Jonathan auf einmal auf und rief: »Ich weiß nicht, was ihr wollt. Die Guten müssen doch einfach mal den Mut zu genügend Schlechtem finden, um ausreichend gut sein zu können. Es ist uns doch allen klar, dass Weinrich davonkommen wird, wenn wir nichts unternehmen. Mit zu vielen Skrupeln, Wenn und Abers können die Bastarde und das Böse in der Welt nicht nachhaltig besiegt werden.« Wow, das war eine bemerkenswert lange Rede für den ehemaligen Fremdenlegionär, der ansonsten nur mit Schlaftabletten und Meditation die Schrecken seiner Vergangenheit in Schach halten konnte. Aber er hatte ja recht, wenn man an die Gedanken des alten Augustinus zum Tyrannenmord dachte. Auch die Namen Dietrich Bonhoeffer, Camillo Torres und Thomas Borsch fielen im Rosa-Struffel-Peter, alles drei Namen von Christen, die nicht auf eine Obrigkeit vertrauten, die es schon richten würde, sondern sich im Auftrag Gottes in der einen oder anderen Weise dem Widerstand angeschlossen hatten. Aber auch Borsch und Bonhoeffer hatten im Gefängnis gesessen und waren gefoltert worden. Und Torres wurde in El Carmen im Kampf erschossen. Und man hatte ihm sogar ein christliches Begräbnis verweigert. Ja, wer auch immer es tat, musste bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. In diesem Fall konnten sie die schützenden Hände ihrer Freunde im Justizapparat nicht bemühen und wollten das auch gar nicht. Nachdem sie bis in den späten Nachmittag hinein diskutiert hatten, nur unterbrochen von einem kargen Mittagsmahl, Linsensuppe mit kross gebratener Chorizo, schickte Zoa Edmund Bohr erstmal alle schlafen. Als sie am Sonntagmorgen wieder zusammenkamen, sah man eine melancholische Entschlossenheit auf ihren Gesichtern, gepaart mit einem Schauer Ehrfurcht und einem Rest Unsicherheit. Jetzt war nur noch die Frage, wer von ihnen ins Gefängnis gehen sollte. Bereit waren sie alle. Also warfen sie das los, im Vertrauen darauf, dass es fallen würde, wie der Herr es will. Und es traf Jonathan Wuttke, den ehemaligen Fremdenlegionär. Sofort machten sie sich still und ohne weitere Zweifel auf den Weg in die Gemeinde des Anführers des fünften Kelchs.
Damit hatte Heinrich Weinrich nicht gerechnet, als er Zoha, Jonathan und ein paar andere, die er meinte, im Bahnhofsviertel schon einmal gesehen zu haben, in seinem Gottesdienst erblickte, dachte er zunächst einfach nur an eine geplante Ruhestörung. Puh, denn was sollten sie sonst schon anrichten? Trotzdem hätte er sie lieber früher als später des Hauses verwiesen. Aber sie blieben ruhig, beteten inbrünstig und gaben ihm keinen Anlass dazu. Und dann kam das Abendmahl. Und als Jonathan Wuttke direkt vor Heinrich Weinrich stand, um den Wein zu empfangen, rief Zoha Edmund Bohr plötzlich von weiter hinten, laut stammelnd mit Schaum vor dem Mund von einem Brausebomber, da oben, der weiße Reiter. Unwillkürlich blickte Weinrich dahin, wohin Zoha mit ausgestrecktem Arm zeigte. Zoha stand noch ungefähr 7 Personen von Weinrich entfernt in der Schlange, sodass in diesem Augenblick niemand auf den stillen Jonathan achte. Jonathan griff blitzschnell zu seinem alten USM-3-Messer, das er in Französisch-Guayana bekommen hatte, und zog die Klinge in einer fließenden Bewegung dicht am Kehlkopf entlang über Weinrichs entblößten Hals. Ungläubig gurgelnde Weinrich etwas Unverständliches. Mit einem sanften Säuseln entwich zunächst sein Atem aus der Luftröhre. Dann begann das Blut wie ein Springbrunnen in rhythmischen Fontänen den ganzen Altar zu bespritzen, über den Weinrich sich in einer letzten Kraftanstrengung geworfen hatte. Sofort umringten die Freunde aus dem Rosa Struffelpeter Jonathan Wuttke und Günther rief die 110 an, damit niemand, der in der aufbrausenden Empörung der Gläubigen den Mörder etwas zuleide tun konnte. Ein paar Wochen später hatte sich der Trubel um den Mord und die Gerichtsverhandlung bereits gelegt. Zoha und seine Lost Causes, wie die Zeitungen die Freunde von Jonathan Wuttke, dem brutalen Pfarrermörder, genannt hatten, waren inzwischen gern gesehene Gäste in der JVA geworden. Zwischen dem Gefängnispfarrer der Anstalt, Josef Freigeist, und Zoha Edmund Bohr hatte sich eine innige Freundschaft angebahnt und Josef stellte ihnen für die Besuche bei Jonathan die Kapelle zur Verfügung. Und da auch andere Insassen vermehrt zu den Besuchen kamen, konnten sie es auch ganz offiziell als kirchliche Veranstaltung laufen lassen. Das machte die Formalitäten erheblich einfacher. Letztendlich aber fanden sie alle einen ganz persönlichen Trost darin, Gottes Willen getan und seine Gemeinde vor Schlimmem bewahrt zu haben. Überraschung. Das war doch bestimmt überraschend, Arthur. Es hat mich selbst vom Schreiben selber überrascht, wie das alles so gekommen ist. Ja, auch das war eine überraschende Wendung. So kann es im Advent auch gehen. Ihr könnt dieses Buch euch ja auch gerne besorgen mit diesen spannenden Krimis da drinnen. Und morgen wird es dann weitergehen. Morgen lese ich aus dem Jutz in Oberhöchstadt vor. Morgen wird es weitergehen, wie das im Gefängnis weitergegangen ist. Weil der stille Jonathan ist nämlich dann noch in einer Spezialmission unterwegs. Und ihr dürft gespannt sein, wie das morgen dann sein wird. Und ich poste hier unten natürlich wieder oder wo auch immer in meiner Story oder so, wann genau das morgen sein wird. Lasst euch also überraschen. Und jetzt wünsche ich euch wie immer einen ganz tollen Nachmittag und viel Spaß. Bis morgen. Ciao. Und wie immer frage ich mich, wo ist denn jetzt hier das Ding zum Ausschalten? Ah, hier.